Ja, Tobias, lange, lange nicht mehr gesehen. Damals noch die U11. Waren wir bei den Kickers, haben viel Freude, viel Spaß gehabt, sehr intensive, schöne Zeit. Lange, lange ist her. Und jetzt sehen wir uns wieder als U19-Trainer mit der gleichen Mannschaft, nur halt jetzt U19. Bezirksoberliga-Quali spielt sie heute gegen Kürnach. Wie schaut's aus bei euch? Bei uns sieht's gut aus. Erstmal vielen Dank, dass du da bist. Gerne. Freut mich auch, dass die Erinnerungen ein bisschen aufflackern. Tut den Jungs auch gut, haben sich sehr gefreut. Wie es heute aussieht, wird sich zeigen mit Anpfiff. Also wir hatten am Dienstag ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Schwanberg. Ja, alles umgesetzt. Das erste Unentschieden. Ja, das erste Unentschieden geholt. In der Bezirksoberliga angekommen, muss man sich akklimatisieren. Ja. Es ist körperlicher, ja. Es ist passpräziser. Am Anfang auch ein bisschen Probleme gehabt, sicherlich im Trainerteam mit verschiedenen Ansätzen. Jetzt haben wir die Birne freigekriegt, haben Spaß am Spiel gehabt, was, denke ich, in jeder Klasse, ob Champions League oder BOL, im Vordergrund stehen sollte. Jungs sind gut drauf, ziehen sich jetzt um, und wie es dann aussieht, wenn wir um 15 Uhr fahren. Sicherlich der Favorit ist Kürnach, ja. 19 zu 5 Tore. Wir werden versuchen, Tabellenführer, werden versuchen, im 4-5-1 dagegen zu halten. Okay. Erstes System, kann ich verraten. Okay. Viererkette, Fünfer davor, auf den Seiten probieren wir rauszustechen und der Neuner probiert zu pendeln und dann unsere Nadelstiche zu setzen, ohne die Bälle nach vorne zu schlagen. Das ist der Ansatz. Braucht ihr schnelle Leute? Fußball spielen. Wir haben schnelle Leute, gut. Wir haben gute Leute, und wir werden unser Herz auf den Platz bringen. Ob es dann läuft, wird sich zeigen. Ich freue mich. Ich freue mich auch sehr. Und dann hoffen wir auf ein gutes Spiel. Mhm. Mit einem guten Ausgang natürlich für euch. Ja, wie auch immer der Ausgang sein mag. Für mich ist es so, ich bin kein Ergebnistrainer, wenn wir herausgehen und verlieren und können danach sagen, wir haben unser Bestes gegeben, dann ist es vielleicht ein besserer Ausgang als ein geguckt 1-2. Wollte ich gerade sagen. Von daher passt das Ergebnis heißt nicht immer Sieg. Ne? Genau, so sieht's aus. Das gehört zur Persönlichkeitsbildung dazu. Im Leben gibt es manchmal Täler, da muss man wieder hoch. Peter, danke, dass du da bist. Bis zum Spiel. Danke. Danke dir. Gute Zeit dir. Think about
Ja, ja. Ab, 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 ab. Ja.
Oh!
Mann! Mann, komm! Tristan! Sehr gut, Jungs! Gut, Lucio! Klasse! Echte Mo, mach Paul! Zehn tiefer! Sie geht doch durch! Andi, da sein! Klasse! Komm, rutschen raus hinten, Jungs, komm! Komm. Und schneller Passweg, schneller Passweg! Und her, komm! Feier, dann! Vorsicht, komm, komm! Mal Bulli hier. Über!
Keeper! Klär, klär, klär! Nochmal du! Nein! Ja, komm, jetzt durch! Ja, Linker! Sehr gut, Jungs! Ist jemand da? Hey! Frei, komm! Ja, gut! Thank you.
Komm, Jonas, ey! Nach vorne! Was ist denn das? Volume Bär. Machen wir dabei ein Tänzchen. Probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Und schmeiß die blöden Sorgen über Bord. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir egal von welchem Ort. Hey, mach dich locker, zieh die Bremse an. Denn ich zeige dir, was man mit Gemütlichkeit machen kann. Mach doch einfach langsam, lass dich doch mal gehen. Dann kannst du nämlich in der Luft die kleinen Bienen brummen sehen. Ich lass es locker angehen und wer will, kann dabei zusehen. Immer wenn ich Lust hab, lass ich alle stehen. Singe Dubi-Dubi-Du, hab ein Rendezvous. Oder mache einfach nichts, weil ich immer etwas tu. Mach, was du willst, aber habe darauf Lust. Habe dabei niemals das Gefühl, dass du musst. Bade deine Füße und beschneide deine Zehen. Lehn dich zurück und probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Und schmeiß die blöden Sorgen über Bord. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir egal von welchem Ort. Machen wir dabei ein Tänzchen. Schön locker. Schön locker. Schön locker.
Ich mach es mir gemütlich und bin dabei zufrieden. Denn es kostet nichts, auf dem Rasen rumzuliegen. Rumzuliegen kostet nichts, das hab ich schon gecheckt. Und dann kau ich einen Kaugummi, bis er nicht mehr schmeckt. Entdeckt hab ich das schon vor einer Weile. Und wo ich früher hastete, hab ich heute keine Eile. Mach doch einfach mit, mitmachen ist nicht schwer. Oh, guck mal, wer da kommt. Mach, was du willst, aber habe darauf Lust. Habe dabei niemals das Gefühl, dass du musst. Sag allen guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Lehn dich zurück und probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Und schmeiß die blöden Sorgen über Bord. Grün ist einfach schon das Heim und der Blau ist einfach schon das Heim. Grün ist Köln. Pass mal, der Kunde. Jan, komm, der Verein. Ja! Die muss er machen jetzt. Wieder, wo wieder?
Mann! Schade, Jungs, weiter! Ball Aktion, Felix! Und ab, ab! Oh, lass sie doch nicht so spielen da. Aus,
Auf die 6 für Nico. Nummer 12 kommt. Ja. Nummer 12 für? Die 8. Nummer 12 für die 8. Der Leon! Das wird. Ja, denke ich auch. Ein Tor zumindest heute wäre doch nicht schlecht. Ja, ja, drin ist es schon. Sie müssen es nur cleverer machen. Nice Foul. Das ist es, ja. Lässt sich nicht einfach wegnehmen. Ja. Das ist auch nicht schlimm. So muss man es auch machen. Ja? Weiter kommt! Ist aber taktisches Foul, ist gelb, ne? Genau richtig. Jetzt stehen sie wieder. Ne? Läuft in keine Gegenbewegung. Ja, ja. In meine Höhe! Hey, da kommt noch einer! Ja. Wie stehen sie jetzt? Ja. Ja, 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 ja. Alleine! Geh durch! Komm, Jonas! Darf er nicht, darf er nicht! Da darf er nicht durch drei Leute, ja. Ja, Luft ist völlig raus. Ja. Okay, wir wechseln bitte. Ja. Spielst die rechte Außenposition von Simon. Rechter Aufbau, machst du es. Ja, Simon! Welche Nummer? Die 4 geht. Die 15 kommt für die 4. Der Sebo. Kann sie aber der Trainer von der ersten freuen, ne? Da gibt's Druck für die Jungs von unten. Wir dürfen noch ein Jahr Jugend spielen. So. Ja. Nee, da kommen gute Leute nach. Stimmt, ja. Das wurde. Ja. Wahrscheinlich mehr als hinten. Was du nicht zu tun ist, als was du machst, ist ein paar Bälle zu spielen. Wow! Wow! Ja, geil, Philipp! From the crack of a whip I attack, front to back. Dig it, dig it like a shovel, rhyme devil on a heavenly level. Bang the bass, turn up the treble. Radical mind, day and night all the time. 7-14, wise, divine. Maniac, brainiac, rhythm the game. I'm the lyrical Jesse J. Hoch aufs Tor! Wo ist denn hoch? Ich kann heute auch. Ich kann auch nicht jetzt, ja. Er dreht sich nicht um. Du bist erster. Komm, Noah, komm, probier's, Noah! Durch, Otto! Ist lauter. Rechte, ja!
Na. Nicht? Mir wurde mal irgendjemand verkauft, dass du irgendwie mit dem auf der Schaffe bist. Ganz nach Feierabend. Nein! Ah, irgendwie nicht Zufall, gell? Sie ist auch verletzt, oder? Jetzt? Ich weiß nicht. Ja, klare Angelegenheit heute für euch. Sehr überlegen gespielt und ja, die Schwächen des Gegners klar aufgezeigt. Die konnten heute viel lernen und ihr dominiert die Liga. Heute weiß ich warum. Was sagt denn der Trainer zum Spiel heute? Ja, zum Spiel her will ich gar nicht so viel sagen. Ich will eigentlich nur dazu der Saison was sagen, dass es einfach eine saugeile Truppe ist von der Gemeinschaft her. Da passt alles. Man hört's, ja. Jetzt sind wir Erster, jetzt haben wir es geschafft. Ja. Wir sind jetzt komplett durch. Also es ist nach der Hinrunde war es natürlich ein Spiegelbild jetzt. Also wir haben jetzt einfach die Liga gerockt und es ist einfach eine geile Truppe. Es macht Spaß, die Mannschaft zu trainieren. Und heute hat es auch wieder gezeigt. Also war hervorragend und kann einfach nur stolz auf die Mannschaft sein. Ja, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und dann rockt die nächste Liga. Machen wir. Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao. Aber bisschen falsche Priorisierung, weil wir gehen jetzt aus dem Spiel raus und sind hinter Schwanberg. Von Schwanberg ist nichts mehr übrig. Und jetzt kommt mit Büchold ein Gegner, der auf Augenhöhe ist. Jetzt müssen wir uns komplett
erholen, den Kopf freikriegen und heute haben wir von der Mannschaft in die Fresse bekommen, weil es in allen Belangen überlegen war. Wir haben es auch zugelassen. Ne? Okay, wir müssen duschen, Champions League Abend, okay? Also, danke. Ja, Tobias, hängende Köpfe, schlaffe Schultern, schwere Beine. Das war nicht euer Spiel heute. Ja, grundsätzlich auch gut, hängende Köpfe. Ja. Weil das zeigt zumindest, dass sie angefasst sind. Großes Statement kann ich gar nicht sagen. Bin heute wirklich auch enttäuscht. Ich brauche dann immer eine Nacht. Hab's gerade gesagt, wenn wir von der Persönlichkeitsbildung ausgehen, wird sich zeigen, was die Jungs am Mittwoch draus ziehen. Da haben sie nochmal einen Saisonabschluss und mit dem Saisonabschluss geht man dann weiter. Und jetzt müssen sie für sich auch eine Lösung finden. Ich bin ein bisschen jetzt schon zu lange dabei, als dass man jetzt draufhaut. Ja. Oder jetzt in die Kabine geht und ein Statement macht, jetzt lässt man es immer. Sollen sie sich selber mal ein bisschen reiben, hoffentlich positiv reiben und dann hoffen wir auf eine Reaktion am Mittwoch und hoffen trotzdem auf einen schönen Champions League Abend, weil am Ende des Tages hat sich keiner verletzt. Ja. Ist es nur Fußball? Gegner, ne? Ja, schade. Ja. Aber dafür echt an der Stelle Glückwunsch an Kürnach für eine Bombentruppe. Absolut. Für sich eine gute Zukunft. Waren es in allen Belangen überlegen. Wir haben es ihnen leicht gemacht und trotzdem müssen wir sagen, war in Ordnung, war von unserer Seite heute nicht in Ordnung, aber wir haben schon in ein paar Tagen die Chance, es besser zu machen. Von daher, am Ende des Tages ist es nur Fußball. Ja. Jetzt schnaufen wir durch und schön, dass du da warst. Gern. Den Aufwand betrieben hast und dann gucken wir weiter. Ja, ja, also ich gehe davon aus, das war eine Lehrstunde heute für eure Jungs. Und ich hoffe, sie ziehen auch die richtigen Lehren aus diesem Spiel für sich selbst, fürs Auftreten, für die Körpersprache, für die Bewegung. Weil die waren in allen Belangen, was das betrifft, Kürnach überlegen. Man kann ein Spiel verlieren, man kann auch technisch und spielerisch unterlegen sein, aber ein Spiel, wie soll ich sagen, so außer Hand zu geben. Wegzugeben. Ja, das war, hat mir gefehlt. Ich glaube schon, dass es auch wieder erklärbar ist. Ich bin immer einer, der dann Ursachenforschung betreibt. Das ist sicherlich aufgrund der Woche erklärbar. Nur sage ich, wenn schon in einem Hobby passiert, und da geht es mir dann darum, wenn die Hürden des Lebens kommen, vielleicht ist es auch zu weit gedacht. Ja. Und trotzdem muss man auch hier sagen, ich muss mich als Mann in Anführungsstrichen dagegen stemmen und sagen, ich muss danach in den Spiegel schauen können, wenn ich alles probiert habe und die waren besser, alles gut. Ja. Und ich glaube, einige können heute nicht in den Spiegel schauen, aber wir werden daran arbeiten, dass der Spiegel am Mittwoch wieder geputzt ist. Na? Das gehört bei den gehört Jungs dazu. Genau. So, das ist auch der heutigen Zeit geschuldet. Hm? Da brauchen wir gar nicht drum rumreden in dem Fall. Auf jeden Fall war es von außen schön zuzuschauen, was die Kürnacher gemacht haben. Fand ich auch, ja. Mir hat es auch gefallen. Und und ich denke, am Mittwoch werden wir andere Thüngersheimer Jungs sehen. Hoffe ich. Danke dir. In diesem Sinne. Danke, schönen Abend. Danke. Ciao.